Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Company of Heroes 2 Video. Und auch wenn hier Synchronisationsfehler steht, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum das der Fall ist, ist das hier ein Replay, das nach dem 21.07. entstanden ist, also schon auf dem jetzt aktuellen Stand sein sollte. Ja, sollte. Eventuell ist nochmal ein Hotfix oder sowas bekommen, wo ich es nicht mitbekommen habe. Denn ja, das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Keine Ahnung, hab's nicht ganz verstanden. Auf jeden Fall, dies ist schon der aktuelle Stand, schon in Anführungszeichen. Und das spielen hier zum einen Quentin mit den Russen. Der ist im Moment innerhalb der Weltrangliste Platz 43. Und damit Level 17. Auf der anderen Seite als Wehrmacht für das Ostheer tritt an DefM. DefM, ja, ein sehr alter Bekannter, der im Moment auf dem Platz 39 der Weltrangliste zu finden ist, mit sage und schreibe 183 Siegen zu 39 Niederlagen und 82% Gewinnrate. Ja. So viel dazu. Und hier wird auch schon kräftig geschossen. DefM hat sich auch direkt von den Kommandanten entschieden, mechanisierter Sturm. Und hier auch den ersten Assault Grenadier geholt, der, wie ihr seht, massive Probleme hat, irgendwie das Haus zu säubern und einfach mal die komplette Mannstärke verloren und quasi überhaupt keinen Schaden gemacht hat. Also das lief ein bisschen scheiße für ihn. Und ziemlich gut für Quentin. Auch hier läuft es jetzt nicht so extrem gut, wenn man sich das mal anschaut. Also er verarscht ihn ja eigentlich nach Strich und Faden. Jetzt sind wir mal gespannt, was das Maschinengewehr gegen das Haus tun kann. Sieht jedenfalls schon mal sehr interessant aus. Und da fallen noch Gewehre aus dem Fenster. Also so gänzlich ineffizient ist es nicht. Aber wirklich ausreichend tut es nicht, weil die Verstärkung ist da und säbelt hier gerade das Maschinengewehr auch auseinander. Wenn er Glück hat, schafft das mit dem Retreat. Wenn er Pech hat, wird die Waffe erstmal fallen gelassen. Also die ersten Kämpfe hier, alles andere als ein Ruhmesblatt für DefM, die hat er allesamt verloren. Interessant aber auch, dass die Assault Grenadiers so schlecht sind gegen Häuser, wusste ich jetzt auch nicht. Wird natürlich auch teurer, das jetzt zu verstärken. Deshalb auch interessant die Entscheidung, dass er einen weiteren Sturmgrenadier holt, weil er wird jetzt erst noch kräftig Manpower investieren müssen, die er natürlich, wenn er eine Einheit ruft, erstmal akut nicht am Start hat. Wir sehen auch hier schon, das Maschinengewehr ist aus dem HQ gebaut worden. Das steht kein T1. Daran erkennt man auch, welche Version das hier ist. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die solche Commander hier nochmal interessanter macht. Denn man kann jetzt halt einfach das Maschinengewehr direkt im HQ bauen und das Ganze dann ein bisschen absichern, indem man sich dazu entscheidet, beispielsweise mit Assault Grenadieren, Osttruppen, irgend sowas zu spielen. Und dadurch das Maschinengewehr halt mit der Infanterie abzusichern. Wobei ich mir nach wie vor nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich eine sinnvolle Alternative ist. Was baut er denn hier? Schönes, eine Sandsackstellung. Er umgeht jetzt hier aufgrund der eben gemachten Erfahrung das Haus und orientiert sich eher nach hier drüben. Natürlich auch deshalb, weil er seine Punkte verteidigen möchte. Was jetzt etwas schwierig wird, denn die Deckung, die steht schon. Und netterweise fokust Quentin hier nicht. Und das erlaubt den Sturmgrenadieren ranzukommen. Und jetzt können sie ihre Maschinenpistolen mal richtig zum Einsatz bringen und säbeln dann auch die Volksgrenadiere auseinander. Und dadurch hat Quentin diese eigentlich sehr, sehr gute Stellung direkt verloren. Und DefM hat den Kampf gewinnen können. Das Maschinengewehr wird hier aufgebaut, weil er erwartet hat, dass flankiert wird, nämlich mit dem Trupp hier. Tatsächlich ist das allerdings nicht der Fall. Und da hat es auch einen Verdünnet gegeben, hier wahrscheinlich. Wäre jetzt meine Vermutung, weil ansonsten hat DefM nirgendwo hier vielleicht noch, aber da kann er eigentlich keine Einheiten gehabt haben. Ja, das war der heroische Pioniertrupp, der da gerade gefallen ist. An der Stelle nicht heroisch genug, wow, und eine Salve und sofort fallen zwei Mann um. Das ist natürlich auch etwas bitter. Interessanterweise leistet sich DefM jetzt den zweiten Pioniertrupp. Das ist ja doch eher unüblich in Company of Heroes 2, zumindest in der Phase des Spiels, in dieser relativ frühen Phase. In der Regel baut man höchstens später nochmal ein, wenn man mehr an Reparatur braucht oder ähnliches. Ja, hier jetzt wieder das Spiel mit den Häusern. Wenn man sich den Grenadier mal anguckt, dann
kann der irgendwann mal die Stielhandgranate werfen, aber mit 45 Munition ist das nicht gerade das, was man als billig bezeichnen möchte. Wir haben jetzt auch einen Flammenwerfer. Da ist die erste Munition von der FM reingeflossen, aber dieser Flammenwerfer, der wird natürlich sehr stark dabei behilflich sein, mit solchen Problemen wie diesen Häusern hier umzugehen. Das macht er also sehr schön. Als nächstes kommt das Heel, was er hier auch mit beiden Trupps direkt baut. Und was natürlich nochmal, ja, so ein bisschen seine Einheiten indirekt stärken wird. Doch ganz interessant, der FM macht das hier wirklich eigentlich gut. Quentin kommt nicht so recht klar gegen die Assault Grenadiers. Oh, und bleibt hier extrem lange drin, viel zu lange. Und verliert dementsprechend auch die Einheiten. Das war auch verdient. Ich weiß nicht, wo er da seine Aufmerksamkeit hatte. Definitiv nicht an der richtigen Stelle. Das wäre natürlich krass, wenn er den zweiten Kampf ja auch noch verliert. Da passen beide nicht so ganz auf. Der FM hat erst jetzt reagiert. Oh, kleiner Leck. Guards sind am Start, könnten also mit Gardemotor. Man sieht jetzt hier auch passiv T3485, auch die Reihenfolge ist anders. Der wird jetzt also gebaut aus dem Tech-Gebäude. Man muss das entsprechende Gebäude bringen. Das ist also anders als vorher. Na, der Flammenwerfer kommt raus. Sieht gesundheitlich aber nicht mehr so gut aus. Die Assault-Grenadiers setzen sich da durch. Das T2 ist mittlerweile getaggt, genau, und ich gehe davon aus, dass er das auch baut. Ja, ein Stück weit muss er das, um auf der sicheren Seite zu sein, falls ein ständig leichtes Fahrzeug kommt, was ja durchaus sein könnte und was auch tatsächlich oft passiert. Man muss dazu sagen, dass dieses Replay wirklich sehr, sehr früh nach dem Patch entstanden ist. Und da war man, glaube ich, noch nicht so weit, dass das M5 jetzt ein sehr interessanter Tag ist. Ja, der FM erobert hier die Karte zurück. Karte 2 bzw. eben noch 3 Punkte, die er erobert, schiebt wieder Einheiten nach rechts. Ist immer sehr knapp mit seinen Ressourcen, Quentin allerdings auch. Und von der Map-Kontrolle her hat der FM einen ganz guten Stand. Ja, das Haus wieder. Das wird wahrscheinlich wieder schwierig werden. Auch wenn er Munition penetriert hätte. Irgendwie schießen die auch überhaupt nicht hier raus. Ich habe irgendwie Sollen keinen wir Bock etwas drauf. bauen? Na, ist auch okay. Wenn sie rausgehen, kann das der FM nur recht sein. Ja, jetzt das MG. Sollte sich wahrscheinlich eher zurückziehen. Er versucht es nochmal mit dem Haus, aber da wird direkt eine Nade reinkommen. Und die tut natürlich richtig weh. Jetzt baut sich das MG erst auf. Und jetzt ist aus der Bude raus, hat er Glück gehabt, dass er nicht noch Schaden zwischenzeitlich bekommen hat. Hier hat er sich jetzt doch wieder dafür entschieden, in das Haus reinzugehen. Und man sieht, dieses Mal läuft es ein bisschen besser. Setzt jetzt auch hier nach. Ja. Aber scheint nicht zu klappen mit dem Fuck, wenn auch knapp. Sehr interessant jetzt bei DFM, er entscheidet sich für das schnelle, leichte Fahrzeug. Und in dem Kontext bemerkenswert. Da auf der anderen Seite ja schon zwei Gardeschützen auf dem Feld sind und damit Einheiten, die sehr, sehr gut klarkommen sollten gegen so ein leichtes Fahrzeug. Wir sehen hier allerdings, Athenate gibt es im Moment noch keine. Ja, Flammenwerfer macht da seine Sache ganz gut, aber die PTS snipt sie auch ganz nett auseinander. Verstärkung wäre also notwendig. Die macht sich auch gerade auf dem Weg. Hier oben kämpfen die Pioniere, aber ja, die sind dann doch ein bisschen kampfschwach, halten den Kampf nicht durch. Eine Nade, schöne Nade. Bin mir nicht sicher, ob das in den Laufweg des MGs war oder der Versuch, die zurückziehende Einheit zu fucken. Beides wäre ein guter Gedanke. Hier sitzt er dann mal im Haus drin. Ja, und hier muss er halt probieren, eher auf Long Range zu bleiben. Sollte den Kampf langfristig aber gewinnen. Das AC ist gerade auf dem Weg, da ein bisschen zu helfen. Und es verbessert sich im Moment nicht die Situation bei Quentin in Bezug auf die Map-Kontrolle. Das wird nach wie vor eher weniger. Also hier ein bisschen schwierig für ihn. Er bringt jetzt auch einen weiteren Conscript.
hat 140 Treibstoff, was nicht wirklich viel ist. Also das wird schon schwierig werden, hier ein Fahrzeug zu bringen. Das wird auf jeden Fall noch ein Eckchen dauern. Er hat jetzt hier die Cap, dann zieht sich zurück, weil er weiß, dass er den Cap eh nicht durchbekommt. Gegen das AC. Macht wirklich einen sehr schönen Schaden. Gegen die Conscripts. Lass ich jetzt auch gerade zurückziehen. Hier in der Mitte wird eine Mine gelegt. Munition ist natürlich auch nicht so viel da. Also, ja, es ist eine Mangelwirtschaft an allen Ecken und Enden eigentlich. T2 ist jetzt aber da, also er könnte sich zur Not eine Pack holen. Wenn er das denn will. Das ist eventuell dann noch eine Möglichkeit, wenn ein schwereres Gerät ranrollt. Ja, und hier die Flammenwerfer mittlerweile schon bei 2. Also man sieht diese Änderung, dass der Flammenwerfer nicht mehr explodieren kann, es sei denn, es ist der letzte Mann im Trupp, also im Grunde ähnlich wie bei CO1, ähnlich, wenn auch nicht ganz gleich. Das hat der Einheit auf jeden Fall gut getan. Das war ein starker Buff, der aber auch sinnvoll war. Ja, auch hier wieder eher Decap-mäßig unterwegs. Also Quentin wird hier im Moment ganz gut vorgeführt. Bringt jetzt das T3. Dafür reicht das Fuel und auch für den Panzer soll es reichen. Mal sehen, für welchen er sich da entscheidet. Jetzt die Nades. Ist halt nicht nur eine Nade, es sind mehrere Nades. Aber, wow, die letzte hat sogar ganz gut gesessen. Obwohl die meiner Meinung nach eigentlich am schlechtesten gelegen hat, aber gut. Und dank dem setzen sich die Jungs hier durch. Wenn man halt den Vorteil der großen Map-Kontrolle, 42er Einkommen an Munition, Quentin hat nicht mal die, na doch, hat die Hälfte, genau die Hälfte. Nämlich 21. Wenn man sich anschaut, was er von der Karte hält, ist das eigentlich noch optimistisch, wenn man so will. Übrigens nach wie vor keine Antipanzergranaten. Hier ist der Flammenwerfer wieder da, wo er sein soll, also das macht er wirklich schön. Was haben wir da? Ein S-Minenfeld wird hier umgelegt. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorhaben, was ordentlich Munition kostet. Hier jetzt eventuell die Gelegenheit, da zu cappen und parallel zu reparieren. Wäre sicherlich auch ganz nett. Und ja, DevM seinerseits mit dem T3, also T2, T3, was er hier spielt. Und das ist auch ganz interessant. Ich bin mal gespannt, für was er sich entscheidet. Ob er annimmt, dass der Gegner ein Fahrzeug hat und selbst ein Fahrzeug bringt, also ein Saphir oder ein Stück Fahrzeug, oder ob er eher auf einen Ostwind setzt, weil er die Infanterie klein bekommen will. Die 70 ist jetzt auf dem Feld, an die Tank ist noch keins wirklich da und auch das MG sollte mal aufpassen, dass er sich zurückzieht hier. Ja, hier der Flammenwerfer wieder. Im Kampf gegen seine etwas schlechter ausgerüsteten Kollegen. Hier kommt eine Mine, wo dann noch jemand drüber gelaufen ist. No, da hat das AC dann eher schlechte Karten, war auch nicht mehr bei bester Gesundheit. Sollte der T-70 eigentlich den Kill machen. Mal in der Heckpanzerung hätte es eine Chance, aber es ist halt schwer da ranzukommen. Das MG lässt sich sehr viel Zeit, passt jetzt aber noch. Und das Problem hieran ist jetzt natürlich, er hat auch keine Grenz, die den T-70 Faustmann damit verlangsamen können. Das heißt, er muss jetzt eigentlich nochmal warten, bis er wirklich eine Einheit bekommt, die tatsächlich dazu in der Lage ist, hier den nötigen Druck aufzubauen, ihm zu helfen, diesen T-70 loszuwerden, der jetzt gerade sich auf den Weg macht, in die Basis zu fahren. Und da durchaus blutige Ernte halten könnte. Verfolge jetzt erstmal zweimal. Ja. Aber der Treffer hat gesessen. Ja, das ist halt das Problem. Also er kann jetzt hier ziemlich frei schalten und walten. Wenig, was da im Moment gegen getan werden kann. Könnte eventuell sogar das Ziel abreißen. Das sollte der T-70 ganz gut hinbekommen. Aber in Ostwind ist in Produktion. Insofern gesehen, Rettung ist auf dem Weg. Boah, das ist halt auch teuer, dass er die ganze Zeit lang hier drin steht und immer wieder die Abschlüsse macht. Ja. Und so sieht man, hat der FM die Situation ein bisschen falsch eingeschätzt. Hat sich nicht darauf vorbereitet, dass noch ein Panzer kommen könnte. Das tut jetzt halt weh. Eine Möglichkeit eventuell auch, die Panzer brechen im Prant-Geschosse. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was die reißen gegen den T-70.
Die Munition hätte er einfach, um ihn zu beschädigen und wegzutreiben. Aber jetzt ist der Austin auf dem Feld. Endlich, hat noch geklappt. Trefferheckpanzerung und da sollte eigentlich wirklich sterben. Hauptgeschütz ist schon weg. Der Austin müsste das machen. Noch ein Treffer in die Heckpanzerung. Out of control. Das war's. Währenddessen wird hier vorne natürlich auch noch ein bisschen fleißig gekämpft. Der Pio ist da stark unter Druck, sollte sich zurückziehen, könnte immer noch sterben. Muss hier auch noch an den Guards vorbei. Aber er schafft's. Wow. Ja, das hätte auch auf jeden Fall anders ausgehen können. Könnten reagiert man den weiteren Gardetrupp? Wollte ursprünglich noch ein T-70 bauen? Tut jetzt doch wieder. Hat zwischenzeitlich mal abgebrochen. Ja. Ist ganz interessant. Also mit der Pack, was soll er gar nicht erst probieren? Ah, und jetzt geht auch die Zu 76M. Und das ist auf jeden Fall die bessere Variante, weil der sollte mit dem Ostwind ganz klarkommen. Selbiger ist im Moment gerade ein bisschen dabei, hier die Infanterie auseinander zu häckseln. Ist ja sozusagen seine Hauptaufgabe in Company of Heroes. Eigentlich ja ein Flakpanzer. Das kann er gar nicht so toll im Spiel. Aber gegen Infanterie, da ist er König. King of Castle. Ah, sollte eigentlich fast den Kill machen. Versucht sich da ein bisschen zu verstecken hinter dem Haus. Ja, und ich glaube, da war auch der Kill, ne? Könnte aber auch an anderer Stelle gewesen sein. Ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben jetzt noch einen HT hier auf dem Feld. Könnte natürlich im Moment wenig motiviert, sich zurückzuziehen. Die Su ist am Start. Kann jetzt loslegen gegen den Ostwind. Damit ist auch wieder die Möglichkeit gegeben, sich zurückzuziehen. Ah, hier der Flammenwerfer. Da ist der Pio ausgefallen. Könnte natürlich... Ich weiß nicht, ob wir den mit den Guards... Doch, den müssen wir eigentlich aufnehmen können. Ich weiß nicht, ob den Flammenwerfer nicht sieht, ist natürlich extrem interessant, einen Flammenwerfer aufzunehmen. Auch die W2 Guards werden da ganz gut prädestiniert. Ja, da hat Quentin ein bisschen Federn gelassen in letzter Zeit. Oh, das war Thea auch nicht ungefährdet. Sollte unbedingt weiter zurückfahren. Und schon ist es wieder das Antitank, was fehlt. Da rächt sich, dass er den Ostwind gebracht hat. Weil der nun wirklich chancenlos ist hier gegen den... Gizu versucht jetzt irgendwie in die Heckpanzerung reinzukommen, das quasi zu zirkeln, aber da sind auch noch Guards mit dabei, die mischen ebenfalls noch mit. Oh, fällt jetzt hintenrum raus, also versucht nochmal alles, um irgendwie rauszukommen, aber ich denke, der nächste Schuss sollte der entscheidende sein. Und kommt der noch? Jawohl, out of control. Da brennt er nieder. Und auch direkt Wett für die Su. Ja, da hatte der FM sich ein bisschen verschätzt. Hat er die Anti-Tank-Möglichkeiten oder die Möglichkeiten des Gegners allgemein Fahrzeuge zu bringen etwas unterschätzt? Das Maschinengewehr, das schöne W2-Maschinengewehr, zwischenzeitlich auch verloren gegangen. Wahrscheinlich, wenn wir da an der Basis geguckt haben, wird das passiert sein. Stürzt sich direkt erstmal auf die Sturmgrenadiere. Das Halbkettenfahrzeug ist hier allerdings unterwegs. Nimmt es direkt mal mit dem Conscripts auf und auch das Maschinengewehr sollte er ausschalten können. Zumal es auch nicht mehr wirklich viel Leben hatte. Ja, und was kann das eben tun? Er könnte natürlich, ja, da das er zerstört, könnte natürlich beigehen und Schrecks ausgeben. Könnte auf ein Stück oder einem Panzer 4 gehen. Er hat halt auch parallel das Problem, dass seine Infanteriekampfkraft ziemlich geschwächt ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass er überhaupt noch so viele Mitkontroller hat im Moment. Aber ich denke, wenn diese ganzen Infanteristen von Quentin nach vorne kommen, wird sich das ändern. Es wundert ein bisschen, dass er hier nicht verstärkt. Er hat die Manpower auf jeden Fall. Ich denke, da kann man ein bisschen mehr erwarten auf diesem Level. Und für Quentin insgesamt auf jeden Fall im Moment die Chance, in das Spiel zurückzukommen. Hat er mittlerweile eigentlich mal einmal noch keine Attacke? Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal die Schreck am Start. Ja, Sturmgrenadiere sehen jetzt auch nicht mehr so extrem gut aus. Und da ist auch wieder die Zoom. Freut natürlich die Grenadiere, die sitzen jetzt im Haus, können direkt mal zwei Treffer landen. Und die Su schießt zurück, entscheidet sich den Kampf aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Fehler ist.
Muss ganz knapp außerhalb der Reichweite gewesen sein. Trotzdem hat für mich die Fähigkeit hier erstmal in den Sand gesetzt. Und die ist jetzt im Cooldown. Also es ist wirklich erstaunlich, dass Quentin es nicht vermag, hier nochmal ein bisschen vorwärts zu kommen. Er hat eigentlich im Moment den Vorteil. Er müsste angreifen und müsste auch was von der Karte zurückholen. Aber genau das ist halt nicht der Fall. Panzer 4 kommt als nächstes. Zumindest dann ein bisschen besser dazu in der Lage, mit der Sinn umzugehen. Quentin hat allerdings zusätzlich auch noch eine Pack am Start. Also für Anti-Tank ist erstmal ganz gut gesorgt, wenn er es denn schafft, sich richtig hinzustellen. Ja, Manpower ist eigentlich auch noch da im ausreichenden Maße. Könnte hier direkt wieder die nächsten Einheiten verstärken. Pio kommt jetzt zurück. Könnte die Zeus, das glaube ich, in Stand setzen. Ja, und das ist auch ganz nett. Halbkettenfahrzeug mit einem Mann mit Flammenwerfer. Der allerdings war 3. Erinnert ein bisschen an die Blitzkrieg-Motor, ging das auch. Boah, ich habe jetzt echt gedacht, er hätte ihn komplett getötet. Aber er könnte es noch. Das Haus ist sehr beschädigt. Schon riskant, da reinzugehen. Hätte ich mich nicht getraut. Oh, Hauptgeschütz. Das Teil hat gar kein Hauptgeschütz. Und lustig, dass es trotzdem zerstört ist. Und da ist das Fahrzeug an sich auch vernichtet. Fettenmengen in die Wand und Explosion. Ja, also das war bisher auf jeden Fall ein sehr teures Spiel, was den Verlust an Fahrzeugen angeht. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, passen sie nicht auf oder wollen einfach beide noch den Kill machen? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall sehr, sehr eng. Und kommt er noch raus? Eventuell macht der Panzer 4 den Rest. Bei dem Flammenwerfer würde sich schon lohnen. Jawohl. Und da brennt er auch schon ab. Jetzt sowohl die Pack als auch die Su am Start. Ultra gefährlich für den Panzer 4. Muss zurück. Wow, nächster Treffer ist der Abschuss. Demzufolge auch nachzuvollziehen, dass er versucht, hier ranzukommen. Nach wie vor keine Athenates. Das Nachsetzen hier hilft ihm also nicht. Könnte höchstens der FM verunsichern, der ja nicht weiß, dass bis dato keine Athenates da sind. Und ja, das war's dann. Aber auch die Su wird abgeschossen. Ein Opfer der Panzerschrecks. Fällige Vernichtung hier auf dem Friedhof. Beide Seiten verlieren kräftig Einheiten. Der FM legt nochmal nach. Holt sich nochmal so einen mechanisierten Sturmtrupp. Und wow! Der FM geht auf einen weiteren Quentin geht auf einen weiteren Conscript. Auch so ein Schrecktreffer kann durchaus mal die Infanterie mitnehmen. Ja, und die hat natürlich wenig Chance. Ja, und eine Sekunde bevor er es hätte neutralisieren können, ist der Trupp am Start, passt. Alles richtig gemacht. Festgesetzt, okay. Ja. Eventuell, um die Einheit auf dem Retreat zu retten, bin mir nicht sicher. Pack muss ich jetzt aufbauen. Hätten wahrscheinlich nicht mit einem Schuss. Wow, das war eine Mine. Eine Mine, die wirklich wehgetan hat. Beiden Seiten irgendwie. Ja, und wieder mal ein Fahrzeug weniger. Also von der Unit Preservation her haben wir DFM sicherlich schon besser spielen sehen. Aber man hat ja auch bei der Ranglistenpositionierung gesehen, er ist nicht schlecht, aber so richtig gut ist er sicherlich auch nicht in CO2. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung des Stands der Dinge. Nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen COH-Profis. Sie haben wirklich Glanzleistungen bei Aimstrong jetzt gesehen. Also teilweise wirklich sehr, sehr cool, aber entweder sie wollen nicht oder sie können nicht. Diese richtigen Spitzenplatzierungen, die erweisen sich nach wie vor ein bisschen als schwierig. Hier jetzt die leichte Artillerie. Durchaus ein bisschen erfolgreich. Ja, und Quentin natürlich auch ein kleines Siegesmarkenproblem. Er hat im Moment sage und schreibe 106 noch auf dem Konto und das ist nicht viel. Ziemlich jetzt auf die rechte Seite.
ausgerichtet, das Spiel hier. Wir haben nochmal einen T-70. Und der T-70 versucht jetzt hier den Web-3-Flammenwerfer niederzumachen. Im Moment ist nicht wirklich viel Anti-Tank hier. Die Schreck könnte versuchen, es zu richten. Und das NG macht glaube ich sogar den Abschuss. Schreck kommt hinterher, Hauptgeschütz zerstört und Crew gestunt. Sollte fast der Abschuss sein, wenn die Schrecks nochmal schießen können. Hier hinten ist sonst erstmal nichts, was dem tatsächlich sofort wehtun kann. Dieses Land gehört jetzt dem sowjetischen Volk. Kontakt mit feindlicher Infanterie. Ja, das ist schade, schade. Der T-70 kommt tatsächlich noch raus und der Ostwind wieder. Gut, es ist halt viel Infanterie, was da im Moment auf dem Feld ist. Damit muss er umgehen, insofern gesehen ist der schon nachvollziehbar. Das Problem ist halt, wenn da jetzt wieder ein Fahrzeug kommt, dann ist er wieder der Gelackmeierte. Und dann tut es für ihn direkt wieder weh. Ganz schön wehgetan hier im Rennen. Ja, ist doch interessant. Ich weiß nicht so richtig viel. Boah, dass er hier noch vorläuft, ey. Bin mir nicht sicher, ob ihm das bewusst ist, was da abgeht. Ja, es ist doch recht interessant, dass in dem Spiel, ich weiß nicht, Panzer irgendwie nicht so die große Rolle spielen. Wow, Nades! Bam, 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 überall die Explosionen. Teuer, aber durchaus interessant. Ja, da rollt er vor, der Ostwind, versucht mal wieder sein Glück, will natürlich auch, wenn es geht, den T-70 töten, aber da ist noch sowas wie eine Pack. Was mich halt total wundert, ist, dass er nicht mal irgendwann eine Athena gebracht hat. Das ist so riskant. Und Motorschaden! Das war's dann mit dem Ostwind. Der kann jetzt noch probieren, den T-70 auszuschalten, schafft er auch. Aber der kommt dann nicht mehr lebend raus. Auch dank PTRS. Also, das ist der Hammer. Oh, und Abandoned! Dass wir sowas sehen und dazu noch in so einer Situation, das ist krass und das ist ärgerlich. Das sind genau die Situationen, die man auf gar keinen Fall haben will, wo man wirklich keine Kontrolle und keine Eingreifmöglichkeit mehr hat. Die Frage ist, hat er überhaupt mitbekommen, dass das passiert ist? Könnte nämlich durchaus sein, dass dem nicht so ist. Das ist ja ganz schön bitter, wenn dann auf einmal ein Ostwind auf ihn zugefahren kommt. Der Wind bringt jetzt erstmal eine Panzerabwehrkanone. Also möglicherweise hat er das schon spitz bekommen. Maxim jetzt in der Mitte. Hier haben wir den Conscript. Tickets sind immer noch ein Thema. 49 sind es gerade noch. Also, es ist nach wie vor so, dass Quentin einfach keinen richtigen Foothold auf der Karte hat. Er ist immer wieder von der Karte weg. Boah, das ist so riskant, in dieses Haus reinzugehen. Siehst du das denn nicht, FM? Ich weiß nicht, können die PTRS... Da ist es gerade weniger geworden. Die können Häuser zerstören. Oh Gott, der Health-Balken ist nie mehr vorhanden. Warum geht er nicht raus? Sieht er das nicht? Ich verstehe es nicht. Jetzt, endlich. Wow. Also er hätte schon fast verdient gehabt, dass die sterben. Ja, aber um auf das Thema zurückzukommen, nach wie vor keine dauerhafte Kontrolle auf der Karte aus der Sicht von Quentin. Der ist ja nicht nur am Rennen die ganze Zeit lang, hinrennen, irgendwas machen, wieder retreaten. Er hat einfach nicht die Präsenz, die er bräuchte, um auch mal eine Siegesmarke, wenigstens mal eine Siegesmarke längerfristig zu sichern. Also es ist echt krass, also er kommt mittlerweile kaum noch aus seiner Basis raus. Und jetzt wird ein neuer Ostwind gebaut und damit könnten wir tatsächlich das Duell Ostwind gegen Ostwind sehen. Was halt schon ziemlich krass ist. Feindliche Streitkräfte erobern unseren Versorgungssektor. Bei sehr geringer Gesundheit sind die Jungs hier. Ziehen sich jetzt auch zurück und der Ostwind kommt nach vorne und eventuell klappt es jetzt mit deutschem Gerät. Ich weiß gar nicht, was hier mit der Besetzung ist. Oh, nicht gut hier an der Kirche vorbeifahren.
Das ist sicherlich kein guter Spot. Oh, und da ist er fast schon wieder kaputt. Das ist echt grausam. Und da kommt der andere Ostwind. Eventuell sehen wir das Duell noch und der dreht ein. Jetzt wird es interessant. Ostwind gegen Ostwind. Und ich glaube, Ostwind setzt sich durch. Jawohl, das ist der Abschuss für die Wehrmacht. Dieses Mal nicht decrewed, sondern komplett vernichtet, das Teil. Oh, und da zerreißt es die Infanterie. Ein Haufen Leichen hier im Siegesmarke rum. 5 Tickets noch. Aber er hat zumindest im Moment mal die mittlere Siegesmarke. Die linke ist neutral. Aber ja, da ist es doch schon vorbei. Ich glaube, er ist rausgegangen. Tickets dürfte er noch ein paar gehabt haben. Aber bei 420 zu 5 bei der Map-Kontrolle und den Verlusten nicht wirklich die großen Chancen. Und ja, damit war es das an dieser Stelle. Und es ist doch interessant zu sehen, dass der M hier trotz dieser Verluste und der im Vergleich zu COH1 zu seinen besten Zeiten deutlich schlechteren Unit Preservation, was natürlich auch ein bisschen im Spiel liegt, er ja im Grunde mit einer geringeren Spielzeit wohlgemerkt ziemlich überlegen ist gegenüber Quentin. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein. Relativ kurzes Video, das ich euch aber auch nicht vorenthalten wollte. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao, ciao.